Hier ist Fred von Fettspielen und ich begrüße euch zur nächsten Folge meines SimCity Let's Plays. Wir sind wieder in Cormi Bay unterwegs und das letzte Mal, als wir hier waren, endete ja das Let's Play mit einem richtigen Fiasko. Ich wollte das Messegelände reinsetzen und es hat sich dann in Windeseile in Luft aufgelöst und zurückgeblieben ist nur hier dieses Straßenkarree, welches ich nicht mehr planieren kann. Jetzt versuchen wir es trotzdem. Und zwar habe ich ein paar gute Tipps bekommen. Unter anderem hat Tobi gesagt, ich könnte einfach mal versuchen, hier diese Straße abzureißen als Anbaupunkt und dann müsste eigentlich auch der Rest weggehen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. So, ich reiß also das hier weg, die Straße. Mal gucken, was dann passiert. Die Schilbahnstation muss jetzt auch erstmal dran glauben. Nee. Das hat leider nicht geklappt. Ihr seht es. Hier ist nichts mehr da, kein Anbaupunkt. Das ist alles weg. Hm. Soll ich zur Not diese Straße auch nochmal kurz killen? Ah ne, dann da hängt er zu viel dran. Außerdem war das ja auch nicht der Anbaupunkt. Okay, das hat nicht geklappt. So, nächste Idee von Mr. 667 hat gesagt, ich könnte mal versuchen, dort eine Katastrophe gezielt drüberfahren zu lassen. Geht das eigentlich? Kann man so einen Tornado gezielt über etwas kommen lassen oder kommt jetzt einfach der Tornado irgendwo? Ich habe es ja noch nie gemacht. Oh, das geht tatsächlich. Okay, ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung er geht, deswegen gehe ich einfach mal in die Mitte. Also, da kommt der Tornado. Und macht hoffentlich gleich alles kaputt. Na, reiß es ein. Ach, nee, oder? Scheiße. Er zieht weiter, der Tornado. Leider jedoch hier in mein schönes Gewerbegebiet. Stattdessen... Tja. Das Ding ist immer noch da. Also das mit dem Tornado war eine gute Idee, aber es hat es hier nicht gebracht, leider. Ich kann hier auch ja nichts reinsetzen oder sonst was. Das ist einfach totes Gelände. Das ist echt furchtbar. Tja. Hilft wohl nichts. Da müsste ich tatsächlich mal EA einen Bug-Report schicken. Aber habt ihr sowas schon mal gemacht? Bringt das überhaupt was? Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Die haben ja wahrscheinlich... genug Probleme und tja, keine Ahnung. Ja, hilft nichts. Was anderes kann ich nicht machen oder ich fange halt nochmal in einer neuen Region, mit einer neuen Stadt an, aber das ist jetzt einfach so, wie es ist. Anders kann ich es jetzt nicht, kann ich es jetzt leider nicht machen. Tja, richtig blöd, richtig scheiße. Unfassbar. Tja, na gut. Also, dieses Problemchen müssen wir dann nochmal vertagen. Und dann schauen wir mal, was wir dann jetzt stattdessen machen können. Da habe ich eine Idee gehabt bekommen von German. German hat geschrieben, ich könnte ja einfach mal die Industrie in dieser Stadt komplett killen, damit ich mehr Platz habe für schöne Gebäude und ein Versandlager bauen, sodass das Gewerbe über das Versandlager dann auch noch an die Ware rankommt. Das ist eine gute Idee. Ich habe das noch nie gemacht. Ob das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir können es ja mal testen. Ich werde jetzt also hier alle Zonen killen. Hier die Gebäude auch. Das ist jetzt zwar mein Geschäftsviertel, aber das ist ja sowieso halb kaputt. Das kann ich auch nochmal neu bauen. Das Sonnenkraftwerk sollte ich vielleicht... erstmal da lassen. Hier also nur die Industrie killen. So. Wie war das eigentlich mit dem Strom? Habe ich mir nicht irgendwas anderes ausgedacht? Habe ich jetzt nur Sonnenkraftwerk? Wollte ich nicht was anderes haben? Wie war es eigentlich mit dem Wellenkraftwerk? Fand ich das nicht besser? Ach, da war hier kein Platz, ne? Das war das Problem, ja. Ja, nee, das ist natürlich doof. Könnte ich mir Strom einkaufen? Mache ich gerade auch. Hm, vielleicht könnte ich ja das Sonnenkraftwerk auch killen und hole mir dann einfach mehr Strom aus der Nachbarschaft. Wäre eine Idee. Dann können wir uns das nämlich auch schenken. Strom gibt es schließlich in Cormicorp genug. Mit dem riesen Atomkraftwerk, welches ich beim letzten Mal gebaut habe, müsste das ja eigentlich normal sein. Auch mit dem Müll, das könnte ich doch eigentlich auch von außerhalb regeln, oder? Ja.
Ich werde also kurz nach Comicorp gehen, dort dann die Müllwagen nach Comibay schicken, dann kann ich mir auch die Müllhalde sparen. Also all diese unschönen Gebäude könnte doch eigentlich Comicorp in sich tragen und Comibay könnte dann frei sein von all diesen Dingen. Ich glaube, das würde eigentlich diesem Szenario am besten tun. Also, wir schicken 12 Fahrzeuge zur Müllentsorgung nach Comibay. Da sehen wir, wie sie sich auf den Weg machen. Und ich werde dann wieder Comibay ansteuern. So, jetzt muss ich hier raus. Und dann geht's da wieder rein. Okay, das wäre eine Idee. Dann könnten wir eigentlich diese ganzen Versorgungseinrichtungen, die ja auch irgendwie nicht reinpassen in diesen wunderschönen Traumstand, diese Schickeria, die wir dort aufbauen wollen. Deswegen bin ich da auch auf jeden Fall eurer Meinung und finde die Idee echt super. Deswegen werde ich jetzt auch hier die Müllhalde einreißen. So, jetzt die Frage, wie machen wir das mit dem Wasser? Ja, ich habe ja hier diesen Abwassersterilisator. Obwohl, der sieht eigentlich... Vielleicht können wir so ein kleines Gewerbegebiet da lassen. Wie sieht es denn aus mit dem Wasser eigentlich? Die Wasserpumpe ist verschmutzt. Ah! Das liegt daran, dass ich dort die Müllhalde gerade gehabt habe. Vielleicht brauchen wir es ja auch gar nicht. Wie sieht es denn aus mit unserem Abwassersterilisator? Macht er das schon? Regelt er das für sich? Nee, da sind wir im Minus. Das ist zu wenig. Aber es ist ja auch Wasser aus der Region verfügbar. Na dann kaufen wir auch das Wasser aus Comicorp. Und dann sieht das doch hier schon ganz anders aus. Das ärgert mich echt so tierisch mit diesem Scheiß hier. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Tja. Ach, witzigerweise steht da jetzt sogar, dass die Straßenverbindung fehlt, ja? Das ist ja interessant. Also hier sehen wir, wir haben ein Straßenproblem. Ja, das haben wir wirklich. Das Straßenproblem, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wahr. So. Die Schwebebahn. Stand hier eine Station? Nee, ne? Da habe ich einfach nur aus Versehen was abgerissen, glaube ich. So, und dann wollen wir mal etwas Normalität hier wieder einkehren lassen. Na, was ist das denn für ein Gefummel hier? So. Die ist auch wieder da. Und jetzt können wir natürlich hier große Gewerbegebiete ansiedeln. Aber ich brauche auf jeden Fall jetzt auch ein Versandlager. So, wie sieht's aus? Brand außer Kontrolle. Haben wir keine Feuerwache gerade? Nee, ne? Könnte ich die ja vielleicht mal bauen. So. Und die Trümmer gleich mit reinreißen. So, ich brauchte jetzt ein Versandlager. Also das habe ich so tatsächlich noch nie gemacht. Finde ich jetzt ganz interessant. Wenn ich jetzt also ein Handelsdepot baue mit vielen Versandlagern, ist das jetzt wirklich so, dass sich dann tatsächlich das Gewerbe hier bedient aus den Versandlagern, die dann von Comicorp genährt wären. Muss ich da nicht irgendwas noch umstellen? Das müsstet ihr mir mal sagen. Tatsächlich sind hier schon Kisten drin. Interessant. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Damit sich überhaupt was gut entwickelt, könnte ich ja mal die Idee von Noemo vollziehen. Der hat gesagt, ich sollte mal die Steuern ganz auf Null setzen. Was passiert dann? Keine Einnahmen, das wird auf jeden Fall passieren, aber müssten dann nicht hier auch die Gebäude wie Pilze aus dem Boden schießen? Wir können es ja mal testen. Ich klicke jetzt einfach komplett die Steuern weg
Also ein Steuerparadies, wie es im Buche steht. Und jetzt müsste ja ein regelrechter Baumboom erfolgen. Ich bin gespannt, wie die Leute das jetzt aufnehmen. So, gebaut wird hier auf jeden Fall viel. Viel und heftig. Und die Stadt an sich macht eigentlich nur, in Anführungsstrichen, Verluste, weil das Casino ist es eigentlich, oder? Ist es das Casino? Wenn ich das Casino jetzt schließen würde, müssen wir mal schauen, wie sich dann hier das Ganze verändert. Eben gerade hatten wir, glaube ich, bei der Spezialisierung einen größeren Balken, wenn mich nicht alles trübt. Ich kann es ja mal wieder öffnen. Ja, das sehen wir es. Also hier haben wir die Ausgaben 11.000 in der Stunde. Ich habe dann ein Minus von 21.000 in der Stunde. Wenn ich das schließe, das Casino, dann sieht es ganz, ganz anders aus. Also mit dem Casino, das ist noch nicht so wirklich angekommen. Vielleicht brauchen wir ja auch einfach mehr reiche Leute. Wir sehen es jetzt ja auch hier. Ganz komischerweise sind hier keine Touristen der oberen Einkommensklassen unterwegs. Da müssen wir nochmal kurz durchgehen, warum das so ist. Zum einen sollten wir vielleicht die Grundstückspreiskarte der gesamten Region nochmal etwas überarbeiten. Also hier in der Innenstadt sollte doch eigentlich auch ein positiver Einfluss sein. Ich könnte also auch hier den ein oder anderen Millennium-Hof vielleicht reinsetzen, um dort die Einkommensklasse zu provozieren, die hohe. Hier haben wir es ja schon bereits. So. Achso, das ist der Flughafen. Ne? Der Flughafen treibt hier die Preise an den Rand. Da ist es auch in Ordnung. Ja, vielleicht hier noch einen. So. Das ist jetzt realistisch. Insofern, dass einfach hier schöne Innenstadt, schöner Innenstadtbereich, hier am Strand, dass da hohe Grundstückspreise sind, hier am Rand für das Handelsdepots und so, das ist natürlich dann klar, dass jetzt hier mehr die Arbeiter unterwegs sind, ebenso an den Bahnschienen und hier am Stadtflughafen, das ist irgendwie auch klar, dass dort nicht gerade die Luxussuiten sind. Aber auch für die wollen wir natürlich was machen. Ich könnte ja auch mal schauen, ob ich jetzt hier so ein mittleres Feld irgendwo ransetze oder ein kleines, je nachdem, was hier gerade passt, dass wir auch hier wenigstens Blocks bekommen. So, ein mittleres Feld mit Parkplatz. Das ist schon ziemlich groß. Was ist mal mit dem kleinen? Einmal da. Einmal da. Und vielleicht da auch nochmal ein kleines Feld. So, und da entstehen hier auf einmal schon die großen Gebäude. So soll es sein. Ihr seht gerade richtiger Bauboom in der gesamten Stadt. Das gefällt mir natürlich auch. Sehr, sehr geil. Aber wir haben hier auch schon das Problem, dass Arbeiter gesucht werden. Wahrscheinlich haben wir jetzt doch viel zu viel Gewerbe und zu wenig Wohnblöcke. Aber ich hoffe ja mal, dass irgendwann es hier auch ankommt, dass sie mit der Dichte mal upgraden können, ja? Oder wir müssen tatsächlich auch hier in Kormi Bay mal einen Megaturm bauen, obwohl ich das bisher noch gar nicht so sehe. Ich sehe es noch nicht in dieser Stadt. Ich sehe hier noch keine Megatürme. Vielleicht könnt ihr mich ja davon noch überzeugen. So, ich glaube hier sehen wir, genau, wir können das Bürgermeisterhaus bauen. Jetzt habe ich natürlich die freie Wahl, wenn ich hier in dieser Stadt leben würde, ja, und das mache ich ja als Bürgermeister. Wo würde ich das tun und warum könnte ich mir nicht so ein kleines Strandhaus hier? Also, ein kleiner Feldweg vom Fährenhafen. Oh ja. Ich liebe die Abgeschiedenheit und werde mir jetzt hier mein kleines Strandhäuschen reinbauen. Geil. Da lebt er. Da ist er. Der Fred von Fettspielen in seiner kleinen Bürgermeister-Villa, in seinem Bürgermeisterhaus hier am Strand.
von Cormy Bay bin ich auf jeden Fall dafür. Und jetzt wollen wir mal das Rathaus upgraden. Auch das ist zum Glück wieder möglich. Und dann können wir mal schauen, was wir dort machen. Und ich glaube, wir wollten schon das letzte Mal die Tourismusabteilung eigentlich reinsetzen, ja. Also die gehört ja eigentlich auch in diese Stadt, würde ich sagen. Wie sieht eigentlich auch mit der Zufriedenheit? 75%? Die Industriegebiete haben keine Zufriedenheit. Es gibt nämlich auch keine. Dann passt das, ja. Dann haben wir das ja auf jeden Fall drin. So. Also, dass wir keine Steuern haben, hat immerhin dazu geführt, dass hier ein regelrechter Bauboom entstand. Ob wir jetzt die Steuern aber wieder mal auf ein, ich sag mal, normal niedriges Niveau bringen, das wäre vielleicht noch drin. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Dass hier nicht so wirklich die großen Hotelketten sich ansiedeln, das verstehe ich auch noch nicht. Vielleicht brauchen wir noch mehr Attraktionen. Auch gerade hier in dem Bereich. Gegenüber vom Casino. Ihr habt ja auch mal an das Arkologie-Startcenter gedacht. Ja, vielleicht soll ich das statt des Casinos dorthin bauen. Das wäre nochmal eine Idee. Ja, Giralda war auch immer wieder im Gespräch. Tja, mittlere Einkommensschicht. Gibt es nicht irgendetwas, was die Grundstückspreise für die hohe Einkommensschicht boostet? Interessanterweise nicht. Hier seht ihr es, überall. Interessant, interessant. Was wir hier auf einmal so mitbekommen. Tja, also ihr vermisst ja Giralda. Aber, tja. Was machen wir mit dem Casino? Das ist, glaube ich, eher die große Frage. Müsste ich das noch weiter ausbauen, damit sich das rentiert? Wüsste aber nicht was. Ich meine, ich könnte jetzt noch ein Roulettehaus machen, noch ein Roulettehaus, aber ist es das dann wirklich? Ein Schild? Das haben wir das letzte Mal, glaube ich. Genau, das Schild steht noch nicht da. Warum ist das denn hier andersrum? Naja. Kann es von beiden Seiten kommen. Tja. Ich glaube, ich kann hier gar kein Türmchen mehr bauen, ne? Ah, das ist interessant. Also hier ist schon die Penthouse-Suite angebracht. Lohnt es sich, ein zweites Roulette-Haus zu bauen? Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Also irgendwie muss ich das ja auch mal bezahlt machen. Aber wir sind noch nicht drin. Wie ist es mit der Verkehrsanbindung? Hier ist die Schwebebahnstation. Der Bahnhof. Aber mit der oberen Einkommensschicht, die Leute benutzen ja vielleicht, da könnten wir jetzt ja nochmal hingehen, ja, wir haben ja aber den Fährenhafen, der ist jetzt schon relativ weit weg, das ist richtig. Vielleicht sollten wir den mehr hierhin packen, in die Region. Ja, dann sind wir ja auch bei den Attraktionen, aber doch ein bisschen weiter hier. Ich glaube, das mache ich jetzt als erstes. Ich werde quasi hier zum Strand kommen. Das wird jetzt der richtige Fernhafen. Und den anderen, den werde ich gleich wieder abreißen. So, und der Bürgermeister, das bin ich, hat jetzt hier noch einen geheimeren Weg. So. Fernhafen ist jetzt ein Stück weit näher am Casino. Wir merken es einfach mal. Das macht jetzt jeden Tag 140.000 Verlust. Das ist schon eine ziemliche Menge. Und jetzt versuchen wir mal hier irgendwie das ganze Verkehrssystem, das ein bisschen zu optimieren und mal schauen. Vielleicht ändert es ja was. Also, Schwebebahnstation, die ist bereits da. Die können wir natürlich upgraden. Also wir haben jetzt ja auch hier zum Beispiel vom Flughafen noch gar keine Schwebebahnstation. Das ist natürlich schon ziemlich blöd. Vielleicht von hier kommend. Ist da jetzt eine Verbindung? Ich sehe das manchmal gar nicht. Genau, da ist eine Verbindung. Und hier kriegen wir doch hoffentlich irgendwo
Dann mache ich da gleich eine. Genau direkt vom Flughafen. Immer noch hier. Jawohl. So, also Flughafen ist jetzt in Anbindung. Oh, hier sieht's schön aus, oder? Die ganzen futuristischen, schönen Gebäude. Da wollen wir natürlich auch mal eine Station reinsetzen. Obwohl, hier haben wir ja eigentlich schon eine. Vielleicht noch eine Verbindung. So. Da ist jetzt auch eine Verbindung und hier könnten wir vielleicht noch irgendwo eine Station reinsetzen. Da zum Beispiel. Jawohl. Damit auch mal mehr Leute hier in den Genuss kommen, diese Schwebestationen zu bauen. Zu benutzen, meine ich. Okay, ich muss mich da mal kurz reindrehen. In unseren schönen... Ah, es sieht einfach schon echt toll aus, oder? Also dieser Stadtteil hier mit den ganzen modernen Gebäuden, das macht schon was her. Ja, sieht aber fantastisch aus. Und da dort ja eigentlich auch jetzt nun die Reichen und Schönen unterwegs sind, hoffe ich auch mal, dass die mit der Schwebebahn dann auch mal auf die Idee kommen, das Casino aufzusuchen. So, ziemlich fitzelig hier die Anbaupunkte richtig zu machen. Habe ich jetzt aber getan. Da gibt es jetzt eine Verbindung. Wir gucken nochmal. Jawohl. Da seht ihr sie. So, können wir hier vielleicht noch irgendwo eine Station reinsetzen? Habe ich manchmal das Gefühl, ich muss auch mal hier Platz machen. Ja, genau. Also man kann nicht einfach eine Schwebebahnstation auf eine auf Schwebebahngleise setzen. Die muss man dann auch mal entfernen. Erst dann ist es möglich. Ein bisschen umständlich, aber so ist es. So, und jetzt fehlt uns langsam ControlNet, um weiterzumachen. Deswegen muss ich mir erstmal wieder... Das kann gar nicht sein. ControlNet haben wir eigentlich genug. Vielleicht muss das nur noch dann irgendwie ankommen. Okay. Also Schwebebahnstation ist jetzt ein bisschen weiter da. Aha. Nee, doch nicht aha. Wollte gerade sagen, macht jeden Tag 74.000 Verlust. Wir haben immer noch gestern, als 136.000 ist immer noch die Regel. Okay, das haben wir gemacht. Wir gehen mal weiter logisch vor und sagen, okay, die Reichen kommen auch mit dem Flughafen. Obwohl mittlere Einkommensschicht. Das ist was für die hohe Einkommensschicht. Das ist nämlich der Luftschiffhangar. Vielleicht ist es das. Vielleicht brauchen wir hier einen Luftschiffhangar. Wo könnten wir den hinsetzen? Der ist ja, er wirkt sich ja eher negativ aus auf die Grundstückspreise. Deswegen werde ich ihn hier in dieses Karree reinmachen. Dort, wo wir auch das Handelsdepot haben. Aber ich könnte ja vielleicht einen Anlegeplatz woanders hinsetzen. Also, vielleicht jetzt hier in diese Region, hier bei dem Hafen da ein Anlegeplatz, ja, da muss man sich mal schauen, oder hier am Bahnhof vielleicht nochmal, machen wir das mal. So, auf jeden Fall haben wir jetzt auch Luftschiffe in dieser Stadt, Boote habe ich geregelt. Die Züge sind auch dort. Ja, aber Straßenbahn und Busse, das ist nun wirklich nichts. Aber gut, ich kann natürlich den Busbahnhof generell für den Tourismus irgendwo reinsetzen. Besonders viel Schaden kann es mir wahrscheinlich nicht. Hier vielleicht gleich am Stadt anfangen und dann werden wir mal ein paar Bushaltestellen durch die Straßen, ein paar Busse durch die Straßen jagen. Also.
Vielleicht auch zum Casino. Oh, hier sehen wir gerade schon, hier passiert was. Hier passiert was. Das gefällt mir. So, Rathaus. Bahnhof hat eine Bushaltestelle. Hier vielleicht nochmal in die Innenstadt. 1, 2, 3. Zum Flughafen natürlich eine Bushaltestelle. Sollte ich eine private haben? Nein. So, gerade natürlich auch für die untere Einkommensschicht. Sehr interessant. Die Pendelei mit dem Bus. Oh, aber hier passiert was. Hier passiert was. Der Bauboom hat eingesetzt. Ich bin gespannt. Und wir gucken uns das Casino an. Oha! Also da seht ihr gleich den Zusammenhang zwischen einer vernünftigen infrastrukturellen Anbindung und der Auslastung im Casino. Wir hatten 139.000 Verlust und haben uns jetzt immerhin auf 63.000. Also wir haben den Verlust halbiert. Und das ist immerhin schon mal eine gute Nachricht. Und vielleicht, wir sehen es jetzt hier, heute sieht es noch besser aus. Vielleicht schaffen wir es ja sogar hier auch noch Gewinne. Ich könnte ja auch jetzt einfach noch mehr... obwohl, nee. Die Auslastung ist noch nicht erreicht. Ich baue jetzt erstmal nicht auf. Ich werde jetzt erstmal nur günstige Rahmenbedingungen schaffen für das Casino. Da bin ich dabei. Günstige Rahmenbedingungen. Und hoffen wir mal, dass das dann auch schon ausreicht. So, was gibt es denn noch zu tun? Ein Rathaus-Upgrade ist verfügbar. Mal wieder. Dann werden wir uns dort mal auch drum kümmern. Um dieses Upgrade... Zu niedrige Grundstückspreise, deswegen protestieren die Leute. Das ist ja auch mal witzig. So. Gut aussehen tut ja eigentlich diese Bildungsabteilung. Aber wir nehmen die Verkehrsabteilung. Dann haben wir hier auch noch einen weiteren Flügel. Aber, wie war das jetzt nochmal? Da alles in der Region ist, könnte ich ja eigentlich auch diese Abteilung hier schließen. Nur die Tourismusabteilung, die möchte ich haben. Okay. Oh ja. Kissen und Monokel. Sehr, sehr schön. Das sieht gut aus. Die süßen Gärten, Hotel Schönheitsschlaf. Ja, ja. Da bin ich, glaube ich, genau richtig hier. So, weswegen wird hier eigentlich die Dichte... nicht abgegradet. Das ist, würde ich gerne mal wissen, wir lieben die Gesteine. Wir finden hier nirgends was zum Einkaufen. Ah, vielleicht... Ja, das Gewerbegebiet ist jetzt hier sehr konzentriert, aber dort eher nicht unterwegs. Vielleicht müssen wir hier nochmal ein paar Einkaufsmöglichkeiten gerade für die untere Einkommensschicht schaffen. Das ist eine interessante... Tja, was werde ich jetzt... Komm, machen da einfach mal was rein. So. Na klar. Die haben nichts zum Einkaufen. Weil alle Geschäfte eigentlich eher für die Reichen sind. Das sollte sich ändern. So, wir haben uns jetzt eingependelt auf minus 60.000. Was immer noch natürlich viel zu viel ist. Aber es sieht besser aus. Es sieht besser aus. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Veranstaltung plane... kommen dann mehr Touristen und die gehen dann nachher ins Casino. Aha, die Verkehrsabteilung muss offen sein. Also ich muss auf jeden Fall hier auch wieder die Sachen öffnen. Gefängniszellen sind voll. Das lassen wir natürlich nicht zu. Auch an die Polizei muss gedacht werden. Gerade wenn man jetzt ein Casino in der Stadt hat. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass in diesem Casino... viele Verbrecher sind, das ist dann eher in den Spielhallen der Fall. Aber ich denke, wir sind hier auf einem ganz guten Weg. Und wenn ihr Ideen habt zu Call Me Bay, dann schreibt es mir und beim nächsten Mal sieht es hier hoffentlich noch besser aus. Am schönen Sonnenstrand. Euer Fred von Fettspielen.